Geografie-Fact. Wusstest du schon, warum Südafrika 3 Hauptstädte hat? Festgelegt wurde das am Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals war das Land zwischen Großbritannien und den Niederlanden in 4 Kolonien aufgeteilt. Als sich diese 1910 zur Südafrikanischen Union zusammentaten, konnte man sich nicht auf nur eine Hauptstadt einigen. Denn das hätte die Machtverhältnisse zwischen den verschiedenen Regionen in ein Ungleichgewicht bringen können. Also entschied man sich für eine Gewaltenteilung. Zur Hauptstadt der Exekutive wurde Pretoria. Hier sitzt die Regierung Südafrikas. Grund dafür ist, dass die meisten Südafrikaner in dieser Region leben. Auch die bevölkerungsreichste Stadt des Landes, Johannesburg, ist nur 55 Kilometer von Pretoria entfernt. Der Sitz der Legislative, also des Parlaments, ist in Kapstadt zu finden. Diese Entscheidung beruht auf historischen Gründen, da Kapstadt als die erste europäische Siedlung in Südafrika gilt. Und dann gibt es da noch Bloemfontein, Hauptsitz der Judikative, sprich des obersten Gerichts, geografisch günstig zwischen den anderen beiden Hauptstädten gelegen. Und das war dein heutiger